Hallo Freunde und willkommen zurück. Heute ist wahrscheinlich Ezra, hören Freitag. Sie mich? Da bin ich nicht Helga da. ist weg. Da bin ich Sie in hat die Köln. Akte. Ich komme jetzt zurück zum Bootshaus. Haben Sie verstanden? Anscheinend nicht. Gut, wo müssen wir jetzt am besten hier hinaus? Ich sehe schon. Kopfnuss. Aber wo gehen wir jetzt am besten lang? Hallo! Wisst ihr, was ich bin? Ich bin weiter als Gronkh. Nein, keine Ahnung. Ich finde aber gut, dass Gronkh sich eigentlich viel Zeit lässt. Das ist so ein Typ, der guckt sich alles an. Das könnte ich gar nicht. Sind das Zombies? Nein, als ob. Nein, die haben noch keine Zombies gefunden. Als ob, Digga. Zombies! Die können mir doch nicht erzählen, dass da jetzt Zombies auftauchen. Von was? Nein! Meine verstaubte alte Karte. Welchem Geheimnis bist du auf der Spur, Helga? Als ob! Wie können... Esler, hören Sie mich? Helga ist weg. Die Akte. Ich komme jetzt zurück zum Bootshaus. Haben Sie verstanden? Oh Gott! Sorry, aber ich verstehe nicht, was Zombies in diesem Spiel zu suchen haben, wenn ich mal fragen darf. Ich mag Zombies, so ist es nicht. Es irritiert mich nur extrem. Böser Zombie! Aus! Geh weg! Ich mag euch Zombies nicht! Da sind hier einfach Zombies! Alter, ich komme nicht drauf klar. Zombies? Oh mein Gott! Boah, ich fühle mich wie in Dying Light hier. Böse Zombies! Aus! Ganz böse Zombies! Das riskiert meine Autorität! Ganz böser Zombie. Du bist auch böse. Aus! Komm, Kessler, hören Sie mich. Scheißfunk. Ach. Ich hätte eigentlich gerne Leben. Gegen die Zombies. Haben die irgendwas in die Luft gejagt, weshalb jetzt hier Zombies sind? Vielleicht haben sie Zombies gefunden. Pepper, hinter dir! Nein! Du Schwein! Oh. Pepper, du Schiff! Du hast Pepper angezündet. Oh nein. Böse Pepper. Bleib liegen. Das hast du nicht verdient, Pepper. Ja, hab sie ja getötet. Als ob. Ja, komm jetzt hier, Waffe. Nazis mit Schusswaffen, wer kennt sie nicht? Ich meine Zombies mit Schusswaffen. Nazi-Zombies mit Schusswaffen. Aber es ist so lustig, dass dieses Nazi-Zombie-Klischee hier einfach volle Kanne einbauen. Also das muss ich ja lassen, das finde ich lustig.
Papa ist hier. Böse Zombies. Ich komme darauf überhaupt nicht klar, Leute. Ah, Nazi-Hunde-Zombies. Geht weg, Mann. Bleib tot. Du bist ein Zombie. Oh. Fuck. Warte, ich muss mich einmal im... So. Natürlich müssen wir auch, während überall Zombies sind, durch ein Krankenhaus durch. Ist ja immer so. Immer diese Zombies-Klischees. Kommen die echt von oben einfach runter und sagen so, hey, was geht? Das sind die ja nett. Ich denke, die sind einfach nett. Vielleicht wollen sie mir den Weg rauszeigen oder so. Und ich töte sie einfach. Die Wendung. Die Zombies sind in Wahrheit gut. Alter. Okay. Habe ich jetzt wieder dafür Munition? Jo, 30 Schuss. Slavkovic, können Sie mich hören? Hören Sie zu. Helga ist fort. Sie hat die Akte. Sie gräbt was bei den Kirchenruinen aus. Wahrscheinlich ist das der Grund für die ganze Scheiße. Wo sind Sie jetzt? Ich finde diese Wendung einfach so ultra merkwürdig. Ich hätte nie damit gerechnet, dass es hier auf einmal Zombies kommen. Nie. Das ist so eine richtige Wendung, die ich gar nicht gerechnet hätte. Sorry. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr hier gerade von hält. Ich selber? Mich stört's nicht. Weil ich Zombies einfach total super finde, wenn man die töten darf. Weg. Böse Nazi-Zombies? Okay. Oh, ich hab irgendwas geworfen. Eine Granate. Ey, please. Ich muss nachladen. Wie viele da auch sind einfach. Ah, wir leben noch. Da kommen aber verdammt viele. Okay, es sind Zombies. Die kommen immer in großen Massen. Sind da mehrere gestorben? Oh ja, die habe ich schön in die Luft gejagt. Vielleicht sollte ich da ein bisschen mehr mit Granaten dann noch arbeiten. Dann sind hier nur noch Fetzen von Zombies. Komm da hoch. Stop it. Erstmal equippen. Erstmal equippen. Ist noch irgendwas, was leuchtet und ich aufheben kann? Nein, okay, schade. Hallöchen. Natürlich, eine abgesägte Schrotflinte in einer Nazi-Zombie-Apokalypse. Was ist das? Kann man nicht noch mehr Klischees hier machen? Oh. Wer kennt nicht die Nazi-Zombie-Apokalypse aus Paderborn? Es regnet Arschlöcher. So, Arschloch. Ich habe eine neue Freundin. Sie nennt sich Roti. Nope.
Alter. Ja. Ganz ruhig. Ich muss unbedingt immer versuchen, so viel Muni auch wie es geht mitzunehmen einfach. Einfach nur, weil mir das eben halt, ja, hilft. Oh, ich hab zweimal gedrückt, shit. Ah, Muni und so. So, Freunde, kann ich da nicht rangehen? Natürlich ist dann jetzt einfach mal nichts da. Und frisst Granaten. Was haben wir hier? Okay. Geht weg. Vielleicht kann ich ein paar Headshots verteilen. Ja, das ist doch schön. Eine schöne Übung für die Waffe. Okay, beweg dich nicht so spackhaft. Weil sonst treffe ich den Kopf nicht. Ich wechsle mal wieder zu Schrot. Die habe ich gerade gerne dabei. Die passt irgendwie hier rein. Du bist von oben runtergefallen. Willkommen. Nicht. Hä? Regnet heute schon wieder Arschlöcher, ja? Bleib tot! Wo gehen wir jetzt am besten lang? Ach, die regnen unendlich, glaube ich. Wir gehen weiter. Juckt mich nicht. Ich kaufe nichts. Ich gehe mal hier lang. Aber hier muss ich gar nicht lang. Hier ist aber Gold. Dann nehmen wir das Gold mal mit. Geh weg. Wo gehen wir am besten lang? Wir waren ja hier schon mal. Tschüss. Ich habe das Gefühl, ich muss hier gar nicht irgendwo lang. Ah, ich sehe es gerade. Ich kann jetzt hier durchschwimmen. Lalalala. Warum? Angesichts der Nazi-Zombies? Easter Egg! Dann werde ich für sie beten, dass sie sich hier wiederfindet. Oh! Kletteraffe! Dann machen wir mal wieder einen auf Klettermax. Hallo, liebe Zombies! Ah, jetzt kommen hier etwa die Soldaten und schießen die, nicht, die Zombies einfach ab. Das sind nette Zombies, das sind eure Kollegen. Das habt ihr doch erschaffen. Oh Gott. Geh weg. Ich hätte gerne Leben. Ich habe keine Zeit für euch. Ich muss weiter. Und wenn ich auch mit euch spielen würde. Ich rette dich. Böser Zombie. Rüstung. Warum hassen sie uns so sehr? Weil ihr Hirn im Arsch ist, schätze ich. Ich habe einen getötet. Haben Sie das gesehen, Herr BJ? Nur weiter so. Mega stolz auf dich, Mann. Du bist ein Zombiejägerin Nummer 1 für mich gerade. Ich war schon mal hier. In der Woche nach Weihnachten.
mit meiner Freundin. Wir sind hier reingeschlichen. Nimm ich mal die richtige. Geist zu sehen. Die Heizung war aus wegen der Bomben. Im Becken war Eis. Wir tanzten zum Grammophon in Herr Obermanns Büro. Und ich weiß noch, wie wir lachten und froren und wie wir Angst hatten, dass sie uns erwischen und mich mitnehmen. Ja, jetzt sind aber überall Zombies und wir müssen weiter. Sprechen. Was auch mit mir geschehen mochte, ich würde zu ihr zurückkommen. Zombies, nicht ganz allein gehen. Weiter. Nicht mit diesen Monstern. Wenn ich nicht gehe, dann kann ich die Monster auch gleich meine Eingeweide rausreißen lassen. Können wir jetzt Zombies ich steige töten dort gehen? Oben durch das Loch und sie helfen mir. Das werden sie doch, Herr BJ. Na gut, viel Spaß beim Sterben. Hier. Hör zu, ich kann mitkommen. Nein, Sie dummer Soldat. Sie müssen Helga aufhalten. Ich pass schon auf. Danke den Nazi-Zombies. Der war Nazi-Zombies. Komm darauf einfach nicht klar. Nein! Du Arsch! Fuck! Hier, Victor! Nein! Tut mir leid, Kessler. So hätte es nicht enden sollen. Kessler! Oh. Als ich klein war, sagte mein Vater, wir hätten ein Monster im Keller. Und wenn ich nicht brav wäre, würde es mich eines Nachts holen. Also war ich immer schönartig. Aber das Monster kam trotzdem. Ja. Die Zombies haben mir alles genommen, was ich hatte. Und nun werde ich sie jagen. Die Story of my life. Zombies nahmen meine Familie. Und jetzt nehme ich ihre. Let's get ready to rumble!